Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ich bin beim Christian zu Hause und der gute Christian, der hat mir erlaubt, mal seine Räumlichkeiten zu präsentieren. Wir dürfen uns hier mal richtig austoben. Er selber ist mehr im Hintergrund und deshalb mache ich die ganzen 10 Minuten, 15 Minuten, die wahrscheinlich dieses Video dauern wird, alleine, solo vor der Kamera. Der Christian lebt nicht so weit weg von uns und hat sich hier seinen Heimkinotraum erfüllt, und zwar im Wohnzimmer. Dennis wiederum war vor einigen Wochen beim Christian, hat mit ihm gemeinsam hier Feinschliff angelegt und hat in dem Fall ja gemerkt und gehört, dass das hier mit einigen sehr, sehr, sehr interessanten Lösungen gebaut worden ist. Und diese Lösungen, die möchte ich euch unbedingt gerne jetzt mal zeigen. Denn er sagte, das, was du hier sehen wirst, das hast du noch nicht so häufig gesehen. Und das stimmt auch. Ich bin nämlich vor einer halben Stunde hier angekommen und wir haben uns das Ganze mal zeigen lassen. Und ja, hier hat er sich einiges ausgedacht, der gute Christian. Und deshalb drehen wir uns mal so langsam in dem Raum rum. Das ist also ein ziemlich großes Wohnzimmer. Wir haben eine Küche hier. Wir haben hier den Essbereich und da hinten ist dieses Wohnzimmer, der Wohnbereich, der natürlich einen Fernseher hat. Und dieser Fernseher, damit geht schon los, man kommt rein, man sieht ihn gar nicht so direkt, weil dieser Fernseher ist nämlich hier verbaut, ja, man kann sagen, an einer Trockenbauwand ist das Ganze gesetzt worden, 65 Zoll groß. Und wie ich finde, ist das Ganze optisch sehr schön gelungen, denn es ist hier mit echten Steinen nochmal als Front gemacht worden. Man hat hier diesen Vorbau gesetzt. Und eigentlich damals schon mal geplant, wenn es geht, das Ganze auch mit einem Kino zu ergänzen. Und zwar mit einem Kino in Form einer Leinwand und einem Projektor. So, eine Leinwand, das ist nun mal etwas, was in den meisten Fällen ja manchmal ein bisschen unangenehm aussieht, weil man sieht immer den Kasten. Und da gibt es natürlich von uns auch diverseste Vorschläge, wie man solche Leinwandkästen am besten verbauen kann. Wir haben hier eine Decke, die nicht abgehängt ist, sondern es ist eine Betondecke. Und somit ist also die Leinwand nur unterhalb der Betondecke zu installieren. Und da wird es dann manchmal mit einer Abkastung gemacht. Und hier ist das eben von vornherein schon so ein bisschen vorbereitet worden. Und das sehen wir uns gleich im Detail an. Also, Fernseher ist dort. Man sieht gar keine Kabel, weil das war ganz klar eine Priorität vom Hausherrn, dass man eben keine Kabel sehen sollte. Und ich denke mal, der Hausherrin auch bestimmt. Und ja, es ist gelungen. Ne? Also man sieht gar nichts. Also da ist wirklich nichts. Es wird gesteuert teilweise mit Schaltern hier, das Licht. Es wird teilweise mit Fernbedienungen gesteuert, auch die Jalousien. Es gibt hier von IKEA, ne? Das ist direkt unser schönstes Möbelhaus überhaupt. Und wir haben ja in Karst das modernste Möbelhaus. Ne? Das ist der Running Gag schlechthin. Das ist ja bei uns um die Ecke. Also es gibt mindestens zwei Gründe, nach Karst zu kommen. Einmal das IKEA Karster Möbelhaus und einmal Grobi natürlich selber. Also es gibt hier diese netten kleinen Vorhänge, die man dann individuell noch mal ein bisschen anpassen kann. Und das werden wir auch gleich gut benutzen können, denn wir wollen ja nicht immer komplett alles zappenduster machen, wenn wir uns mit einem Beamer beschäftigen. Zurück zum Fernseher. Also 65 Zoll Fernseher hängt hier. Und jetzt ist die Frage, wenn man sich die Lautsprecher hier anschaut, wo ist denn die ganze Technik untergebracht? Technik braucht immer einiges an Platz. Gerade ein AV-Verstärker braucht gut und gerne 50 cm. Ne, merkt euch die Zahl 50. Ich höre da immer wieder, Mann, 50 cm, die sind doch nur irgendwie 35 bis 45. Aber die Stecker, die Kabel, alles, was noch drumherum ist, das braucht sehr schnell 50 cm. Und das hat der gute Christian sich dann so ausgedacht, dass er das Ganze hier in diesem, ja, sag mal, so eine Art Lowboard reingebaut hat. Ja, wenn ich also jetzt hier aufmache, da kommt die ganze Technik zum Vorschein. Und diese Technik besteht dann aus sehr, sehr feinen Komponenten. Fangen wir mal mit den Lautsprechern an. Er war unter anderem letztes Jahr diverseste Male bei uns gewesen. Hatte mal eine Anlage von den Jungs, die mit T anfangen. Und hat sich dann bei uns mal einige andere Systeme angehört. Und ist dann zu der Entscheidung gekommen, dass es eine DALI Opticon-Reihe sein soll. Da haben wir also hier den entsprechenden Center. Dann haben wir hier rechts und links die DALI Opticon, das müssten die Sechser sein. Und dann haben wir dazu entsprechend auch einen vernünftigen Verstärker, das ist nämlich ein Denon 6500. Und da merkt ihr schon, wo der Zug hingeht. Natürlich ist hier 3D-Sound verbaut worden, das im Wohnzimmer, das in einem sehr großen Raum. Aber, wie wir gleich merken werden, das klappt hervorragend. Also Denon 6500. DALI Vokal, dann haben wir hier nochmal einiges an Zuspieltechnik, darunter sehen wir dann einen Panasonic 9004, darunter sehen wir eine Sky-Q-Box, die uns schon diverseste graue Haare wieder vorbereitet hat. Das bleibt leider so, also liebe Leute von Sky, ich weiß, ihr guckt ja auch zu, macht doch mal endlich ein Ding, was auch direkt beim Einschalten ein Bild macht, das wäre ein Traum. Und dann haben wir hier noch einen entsprechenden, was ist das hier, VO Solo Plus, die wahrscheinlich dann fürs ganz normale Fernsehen benutzt wird. Was noch auffällt ist, es ist ein Apple TV hier, und zwar ein 4K, und dann hier ein kleiner Umschalter, der wird benötigt,
Weil aufgrund dessen, dass es ja auch ein großes Haus ist, man hat hier ein Treppenhaus, was hochgeht und oben sind noch Kinder, und zwar Zwillinge in dem Fall, 2,5, 3, 4, 5 Jahre alt, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die natürlich auch, wenn Papa abends schon mal ein bisschen was lauter guckt, relativ schnell wach, und aus dem Grunde wird ein Kopfhörer eingesetzt. Und wenn man einen Kopfhörer einsetzt, der dann abends dann genutzt werden muss, dann muss man ja schauen, wo man her diese Signale herbekommt, damit ich auch mit dem Kopfhörer gut hören kann. Wir können uns das mal eben anschauen. Das ist nicht irgendein Kopfhörer. Das ist in dem Fall ein Kopfhörer, der natürlich per Funk läuft, aber der auch so eine Art Simulationsklang macht, was Surround Sound angeht. Und dafür braucht er einen optischen Eingang. So, und dieser optische Eingang, tja, wie kriege ich den denn? Ein optischer Eingang ist an den heutigen AV-Verstärkern nicht mehr wirklich vorhanden. Und deshalb hat er sich den optischen Ausgang von den einzelnen Quellen direkt geholt. Beim Apple TV geht das derzeit nicht. Da muss man mal schauen. Da gibt es so kleine Adapter, da kann man HDMI auf optisch machen. Und dann hätte er auch da den Mehrkanalton. Oder wir gucken mal, in nächster Zeit kommt ja von JVC ein Kopfhörer auf den Markt. Der ist dann für alle von euch wirklich interessant, die mit Atmos-Ton was hören möchten. Das ist der Exofield. Den haben wir uns auch schon vor einigen Wochen anhören dürfen als Vorseriengerät. Und über den werden wir definitiv im August 2020 sehr ausführlich berichten. Das ist sicherlich ein Kopfhörer, der gerade alle Heimkino-Fans sehr erfreuen wird, die abends eben dann doch ab und zu mal nicht über die ganze Anlage hören können, sondern nur über Kopfhörer. Ja, holen wir mal tief Luft. Also, wir sind wieder zurück zu unserem Möbel. Da ist eben alles verbaut und ich weiß, was ihr schon schreiben werdet. Ey, das wird ja alles da sehr heiß, das wird ja den Hitzetod vielleicht da sterben, da ist ja gar nicht die Belüftung drin und hat er da überhaupt Lüfter drin, um Gottes Willen. Alles in Ordnung, es ist gut, dass ihr da sehr sensibel seid, aber es ist berücksichtigt worden, weil, jetzt kommt's, man kann, wenn man möchte, unter anderem das hier machen. Wir können das ganze System nämlich nach vorne ziehen und dann kommen hier oben die Lüftungsschächte raus. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Die andere, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, ist, hier ist im Moment noch eine Glasplatte und es gibt eine Überlegung hier mit einem sehr interessanten Verfahren, ganz feine Schlitze in einen, ich glaube Stein war es gewesen, reinzumachen, sodass man hier wirklich so eine Art Kamin hätte und die Luft dann auch da oben rauskommt und auch zirkulieren kann. Das heißt, wenn ihr sowas plant, Möbel und dann entsprechend so einen Verstärker zu verbauen, dann achtet darauf, dass irgendwo eine Bewegung der Luft ist, eine Zirkulation der Luft ist und die warme Luft entsprechend abweichen kann. Okay, so, fahren wir das Ganze wieder rein. Jo, das geht ziemlich leichtgängig. Cool gelöst. Wir halten wir fest. Hier ist die Technik, da sind meine zwei Lautsprecher, da ist mein Fernseher. Dann fangen wir mal an, ein bisschen weiter nach oben zu schauen. Also, er war bei uns gewesen, hat sich das ganze Thema 3D-Sound angehört und war auch genauso wie wir begeistert und hat sich also entschieden für ein System, in dem Fall da die Fasson. Das sind jetzt hier unten vorne die zwei Frontlautsprecher, die natürlich perfekt hier reinpassen. A, sind sie sehr schmal, B, haben sie hinten diese Möglichkeit, sich entsprechend, sag mal, anzugleichen. Man hat hier ein Kugelgelenk. Und dann haben wir schon mal die vordere Front. Und dann fangen wir uns mal an, langsam zu drehen. Und dann sehen wir, dass hier die Sitzfläche ist. Und zwar ist hier die Sitzgarnitur. Wir haben ungefähr 4,5 Meter Abstand. Sitzabstand ist hier. Man sieht, er ist Fan der, ich würde sagen, Nordschleife. War früher wohl auch sehr häufig bei diversesten Rennen dabei. Immer als Zuschauer, nicht mitgefahren, aber schon ziemlich mitgefiebert. Und das ist ja schon eine sehr schöne Deko. Und dann sieht man, dass wir hier drumherum eine Variante gebaut bekommen haben, auch aus Trockenbau. Das ist ja so eine Art Nische und oben sind drei Klappen. Und das sind tatsächlich Klappen. Und in dieser Klappe oder hinter diesen Klappen befindet sich dann, was soll es sein, der Beamer. Das heißt also, ich komme in den Raum rein, sehe eigentlich so gut wie gar nichts hier an großer Technik und weiß kaum, dass hier wirklich Heimkinotechnik drin ist. Und er hat sich entschieden, da oben hinter dieser mittleren Klappe den Beamer zu setzen und in den Klappen rechts und links, da ist sogar noch Fach bei für beispielsweise Blu-rays. Ja, und die Kids kommen da so schnell nicht ran. Ha, das ist auch nicht schlecht. Ja, und dann haben wir hier an den Seiten die unteren und also die oberen Lautsprecher. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, unten sind 5 Lautsprecher, oben die 4. Also habe ich hier meine wunderschöne Kugel. Ich sitze mittendrin in diesem Rechteck und bin komplett umhüllt von allem, was mit 3D-Sound zu tun hat. Und das kann sein Dolby Atmos, DTS:X oder Auro 3D. Ja, also alles das hier entsprechend eingerichtet. Hier sitzt natürlich Papa mit Mama, Kids noch wahrscheinlich noch rechts und links in der Wiege, wie auch immer. Wird sich in den nächsten Jahren aber sicherlich massiv ändern. Kabelführung, noch ein interessantes Thema. Man muss jetzt schauen, dass man das Kabel von da vorne nach da hinten legen kann. Wir haben nichts Abgehängtes, also muss das Kabel entweder am Boden entlang oder über den Boden gelegt werden oder wie hier. Das ist ziemlich gut gelöst. Gucken wir mal, drehen wir uns mal langsam in die Richtung. Also dieses wunderschöne IKEA. Vorhangsystem, ne, aus Cast, vom IKEA, Incast, hat ja oben eine Schiene. So, und diese Schiene,
Die wurde einfach ein bisschen nach vorne gezogen, um dahinter den Kabelkanal zu verlegen. Und somit sehe ich eigentlich so gut wie gar nichts, dass da einfach ein ganz langes Kabel, ich schätze mal so die 10, wahrscheinlich eher die 15 Meter sind genutzt worden, hier entsprechend einmal rüberzulegen. Und das gilt natürlich auch für meine Lautsprecherkabel. Und da wir ja Trockenbau haben, ich glaube, da musste wahrscheinlich die Wand geschlitzt werden. Lass mal gucken, ich klopfe mal ein bisschen dran. Ja, da musste dann die Wand geschlitzt werden, da sieht man eben kein Kabel von der Zuführung her, richtig. Und da vorne ist es ja Trockenbau, da kann man es natürlich dann im Hohlraum verlegen. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter, würde ich sagen. Ne? Ja klar, wir würden mal gucken, was wir sonst noch machen können. Es ist natürlich eine Fernbedienung da, und zwar eine für nahezu alle Funktionen. Ist eine Logitech, das dürfte eine Elite sein. Das heißt, also das ist eine Fernbedienung, mit der wir eben die ganzen Funktionen, die jetzt gleich benötigt werden, nämlich Aufruf der jeweiligen Quelle, dann entweder möchte ich über Fernsehen oder ich möchte über den Beamer schauen. Also das alles ist hier abgespeichert. Wir können ja mal ein bisschen reinhalten. Ich habe also hier die Möglichkeit, jetzt den Samsung-Fernseher mit Apple TV anzuschließen und einzuschalten. Und dann geht der ganze Spaß auch auf Knopfdruck schon direkt los. Und dann kann ich alternativ, kann ich dann natürlich auch sagen, nachdem das jetzt gestartet worden ist, dass ich, wenn der Fernseher jetzt beim, ja, das Fernsehgucken, sag mal, zu Ende ist, drücke ich gleich mit einer einzigen Taste nur die Möglichkeit, den Beamer einzuschalten. So, wollen wir mal gucken. Alles soweit da, alles dort. Funktioniert. Gucken wir mal, ob das Bild gleich kommt. Und dann sind wir schon dabei. Ja, und dann haben wir hier unser Apple TV. Das heißt, hier auf dem 65 Zoll Fernseher ist Apple TV 4K direkt zu sehen. Es wird benutzt beispielsweise, um im Wesentlichen natürlich hier Streaming-Dienste zu schauen. Das ist der übliche Verdächtige, nämlich Netflix. Aber es gehört natürlich auch Apple TV dazu, es gehört Prime Video dazu. Natürlich wird auch manches in YouTube hier geguckt. Also das ist schon eine ziemlich gute Hardware, dieser Apple TV 4K Media Player, weil er ermöglicht mir die 4K HDR wiederzugeben, er ermöglicht mir die Tonformate auch bis hin zu Dolby Atmos zu unterstützen. Also alles zusammen muss ich sagen, gutes Produkt. Und wenn jemand ein Handy hat von Apple, dann kann man natürlich auch noch viele andere zusätzliche Sachen machen, wie beispielsweise diese AirPlay-Funktion nutzen, Fotos, Videos drahtlos direkt hier auf dem Apple TV zu übertragen und zu sehen. Übrigens noch ein kleiner Tipp, wir haben ja so einige Videofiles, in dem Fall sind es ja mehr Audio-Daten, aber es ist mit einem Videobild versehen worden von Boca Shade veröffentlicht. Konkret sind es 3. Und wenn ihr die jetzt mit dem Handy von unserer Seite mal abruft, dann könnt ihr die sogar drahtlos mittels AirPlay auf das Apple TV 4K übertragen und dann könnt ihr auch den Song in Dolby Atmos Qualität bereits hören. Also auch nochmal ein netter, interessanter Tipp, wie man mit Musik und Atmos mal so seine ersten Erfahrungen sammeln kann. Da haben wir ja 3 Dateien bereits schon veröffentlicht und weitere werden folgen. Okay, also wir haben jetzt hier den Fernseher, aber Fernseher bei 400 Meter Entfernung ist jetzt nicht so ein riesen Bild, so vom Bildeindruck her, ein toller riesen Sound, aber das Ganze ist lässt noch steigern. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt drehen wir uns mal wieder in die Richtung hier und hier wird im Moment noch folgendermaßen gearbeitet. Ich nehme mir so ein kleines Stöckchen oder ich kletter mal eben kurz auf die Couch und jetzt bewege ich mal diese Klappe nach oben. Weil jetzt kommt natürlich mein Projektor zum Vorschein und das ist ein Sony 4K, ein Sony VPL VW270, natives 4K, bereits auch vorbereitet, nicht nur für die 4K-Wiedergabe, sondern auch für die HDR-Wiedergabe, der also wirklich sehr leicht jetzt diese Leinwandbreite ausleuchten kann, denn die Leinwandbreite, die wir jetzt gleich sehen werden, die betritt jetzt insgesamt 2 Meter und 66 breit sein. Drücke jetzt die Taste Apple TV Beamer. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt geht also hier der Fernseher gleich aus, dann habe ich das entsprechende Beamerbild gleich an und die Leinwand fahren wir momentan noch per Funk runter. Da kommt also jetzt eine Hochkontrastleinwand zum Vorschein, das ist jetzt hier eine Dark Vision. Und die Dark Vision zeigt jetzt einfach mal, was geht, wenn ich einen so hellen Raum habe wie diesen und ich möchte trotzdem Filme gucken mit einem guten Schwarzwert-Kontrast. Das Ganze werde ich jetzt hier gleich euch mal demonstrieren können, wie das geht. Natürlich noch ein ganz wichtiges Detail, immer wieder Licht. Wir haben hier eine Menge Spots. Das ist ja nicht jetzt ganz selten anzufinden, dass man eben in Neubauten mit vielen kleinen Spots arbeitet. Und diese Spots, das ist schon ganz praktisch, wenn man das so in Zonen aufteilt. Das heißt also, wir haben hier eine Reihe von Lichtern, die ich gleich separat ein- und ausschalten kann. Wir haben da hinten Lichter, die ich separat ein- und ausschalten kann. Also auch das sind Sachen, die wirklich von Vorteil sind, wenn man das so in einzelne Zonen aufteilt. Und wenn das entsprechend gut gemacht wird, dann kann ich auch unter diesen Lichtbedingungen auf jeden Fall bereits schon sehr gut kontrastreiche Bilder sehen.
Und das gucken wir uns jetzt mal am besten in der nächsten Szene an. So, 10 Sekunden, sagen wir mal 30 Sekunden später, haben wir A im Bild, B, die Leinwand war ja schon unten. Und jetzt kommt das Ganze also so zum Vorschein, dass das, ja, das geht schon, aber so richtig ist es noch nicht so richtig überzeugend. Aber jetzt könnt ihr eben nochmal den Einfluss von Licht sehen. Also wir machen mal vorne die erste Szenerie aus. Dann gucken wir mal, das müsstet ihr gemerkt haben, das war schon ordentlich, was sich dann im Bild bemerkbar gemacht hat. Aber wir haben natürlich noch eine Menge Licht von der Seite. So, wir haben jetzt schon eine Hochkontrastleinwand und zwar unsere Delux Dark Vision. Und man sieht, glaube ich, sehr gut auch über die Kamera, was sich hier schlagartig im Bild bemerkbar macht, wenn ich nur dafür sorge, dass im vorderen Bereich keine direkte Lichteinstrahlung auf meine Leinwand ist. Nochmal als Beispiel, ich würde mir jetzt mal die drei hier nehmen, die drei von IKEA aus Karst. So, und siehe da, das Ganze ist schon deutlich kontrastreicher geworden. Wir können darüber hinaus natürlich auch jetzt das weitere Licht ausmachen, was jetzt hier im Wohnzimmer ist. Dafür müssen wir dann einfach nur entweder in die Hände klatschen oder mal kurz Christian rufen. Dann macht er uns auch noch die restlichen Lampen aus in dem Fall. Auch die machen sich minimal vielleicht bemerkbar. Und wenn es dann doch noch kontrastreicher sein sollte, dann würde man beispielsweise die erste Rolllade runtermachen. Ich glaube, das geht hier mit. Ich probiere das mal. Siehe da. Jetzt geht hier beispielsweise nur im vorderen Bereich die Rolllade runter und auch hier wird sich sofort bemerkbar machen im Bild, dass das Ganze nochmal kontrastreicher wird. Also wenn ich jetzt hier mit einer weißen Leinwand arbeiten würde, wäre das Bild deutlich matter und deutlich blasser. Also, wie heißt es so schön? Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Eine Menge Spaß hier, weitgehend gut versteckt, sehr edel aussehen, tolle Lösungen gemacht hier. Und mit der Fernbedienung kann ich das Ganze natürlich weiterhin bedienen. Wir sehen jetzt hier den Balken. Auro 3D ist aktiviert. Ja, ich auch. Ne? Wenn wir schon nicht in Urlaub fahren können, gucken wir uns wenigstens griechische Urlaubsfilme an. Und es gibt eigentlich kaum noch, was man besser machen kann. An dem Stöckchen wird noch gearbeitet. Es gibt da so ein, zwei Vorschläge. Wenn ihr noch einen Vorschlag habt, wie man die Klappe demnächst automatisch hoch und runter fahren lassen kann, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren mal reinschreiben. Dann werden wir uns mal eure Lösungsvorschläge anschauen. Am besten wäre es natürlich, wenn es jetzt hier über so eine Fernbedienung auch noch gesteuert werden kann. Viele andere Sachen, die hier im Haus benutzt werden, über Fernsteuerung werden mit einer Fernbedienung oder mit einem Haus, Automationssystem von Rademacher verwendet. Da haben wir auch schon mal vor Jahren darüber berichtet. Freut mich A, dass es die noch gibt, B, dass die so viel Spaß wohl machen, weil er ist total begeistert. Ist also vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal eine Alternative, wenn man sich mit dem Thema Hausautomation beschäftigt. Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar Eindrücke mal von den Lösungen bekommen, die hier sind. Ich kann nur sagen, im echten Real sieht es noch mal viel, viel schöner und besser aus. Und wenn ihr da Fragen habt, kommt zu uns, können wir euch gerne noch einiges erzählen und zeigen, denn wir haben das ja auch alles weitestgehend in verschiedenen Variationen aufgebaut und guckt euch das mal an und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal live und in Farbe. Das war's erstmal, vielen Dank für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Finger hoch oder abonniert direkt den Kanal und denkt ans Klingelchen, ne, wenn ihr also auch wieder informiert werdet, wenn wir wieder ein weiteres Video in den nächsten Tagen online stellen werden. Bis dann, ciao.